Yeah. Ich komm im Bentley gefahren, habe die MP geladen und du würdest lieber in Sicherheit im Gefängnis denn schlafen, denn. Ja, zwei Jets. Hä? Ey, ich wurde zerstört, ne? Ja, warum? Ey, ich wurde... Ey, Digga, ich werd beschossen. Echt jetzt? Ey, ohne Mist. Von wo? Ich werd beschossen. Strumi, geh mal den Schüssen da hinten. Ja. Ey, da hinten ist ein... Da hinten ist ein Flakpanzer. Alter, der... Deswegen haben sie gecallt. Hast du den Blitzeinschlag gesehen? Da kam der Zeus. Aber... ja? Pantomime. What the fuck? Ich habe hier mal gerade ein bisschen rumgequatscht, ne? Also mit den Herren links von mir und der andere Herr ist da irgendwo noch am Gammeln. Sie kommen frei, wenn sie uns jetzt ein schönes Liedchen singen und dabei tanzen. Was halten sie denn von der Idee? Zu tanzen? Ja, sie müssen singen, also ein Liedchen singen und tanzen. Ich? Ja, nee, mein Kollege links oben auf dem Felsen. Na, natürlich sie. Wir haben ja gesagt, wir haben ein Spielchen mit ihnen vor. Und wenn sie das Spielchen erfüllen, dann kommen sie frei. Das ist ja jetzt unser Deal an sie. Wenn sie jetzt ein Liedchen singen und dabei tanzen, dann kommen sie frei. Ich würde irgendwie automatisch... Nee, das ist normal. Das ist normal. Jetzt so aber eigentlich sind sie noch gefesselt, wissen Sie? Genau, das ist nur so ein Matrix-Fehler ist das. Also sie können jetzt singen und tanzen und dann kommen sie frei. Sie können sich alles, jedes einzelne Lied, was sie wollen, aussuchen. Alle manche Entchen reicht auch schon, ne? Suchen sie sich irgendein schönes Lied an, tanzen sie dazu. Wenn uns das gefällt, kommen sie hier unverschont oder vorschont, meine ich natürlich, wieder raus, ne? Muss ich den Text auswendig können oder für den Refrain? Hören Sie mal, wenn Sie gerade was frisch Geschriebenes haben, ne? Umso besser. Da werden Sie direkt unter Plattenvertrag genommen. Also ich bitte Sie. Sie können Sie jetzt ja, natürlich... Ich natürlich hier auch so eine... Ja, das werde ich mal an. Wo haben Sie denn dazu noch irgendeinen Musikgeschmackwunsch? Wir haben hier zufällig noch einen kleinen DJ sitzen, der Ihnen dazu vielleicht einen kleinen Beat oder eine Melodie abspielen kann. Wünschen Sie sowas oder wollen Sie das a cappella machen? Dann müsste ich überlegen. Haben Sie hier noch einen Freund? Sind Sie mit einem Freund hier gerade am Farm? Ja, den Sie erschossen haben. Okay, ist der Freund schon ins neue Leben eingetreten? Also wurde Ihnen eine zweite Chance gegeben? Ja, was weiß ich. Hallo. Ja, sagen Sie es mir. Wie soll ich es dann wissen? Ja, ich weiß ja nicht. Ich warte mal kurz. Ich mache das anders. Warten Sie mal kurz. Ich komme einmal kurz zu Ihnen hin. So, jetzt gebe ich Ihnen einmal kurz das Telefon. Das Telefon habe ich jetzt Ihnen wiedergegeben, aber nur für einen Anruf. Jetzt können Sie mal schauen, ob Ihr Freund ans Telefon dran geht. Wie gesagt, also keine Polizei rufen, ne? Weil ich habe mir das Telefon nur für einen Freund gegeben. Der Störsender, der an der Polizei gerichtet ist, ist aktiv. Der befindet sich da oben drin. Und am anderen Ende der Höhle, also wie gesagt, da können Sie nicht die Polizei rufen. Sollte sie hier sein, das ist natürlich ein Gesetzesbruch der Rebellen, das ist natürlich nicht schön. Ne? Also wie gesagt, Sie können nur kurz Ihren Freund anfunken, weil Sie können natürlich Ihren Freund hier auch hinholen, da können Sie zusammen Liedchen singen, da kriegen Sie auch noch eine Belohnung. Das verspreche ich Ihnen. Wenn Ihr Freund hier hinkommt also, und Sie beide ein Liedchen singen und tanzen, da kriegen Sie eine Belohnung. Belohnung meine ich jetzt ernst.
Wenn sie zu zweit hinkommen, dann kriegen sie eine Belohnung, wenn sie ein Liedchen singen und tanzen. Ja, okay. Ich bin nicht um, wenn ich im Zettel bin. Lass mich da stehen. Keine Cops, sonst ist das keine Belohnung mehr. Ich hab gerade etwas an meinen Freund geschickt, ob er noch lebt, also ob er schon lebt. Kann ich alle meine Entchen nehmen? Ja, natürlich. Ich habe Ihnen ja gerade eben gesagt, Sie können alles zur Belustigung hier. Ich schau mal kurz in meiner Datenbank, ob ich zu allem meine Alien ein Beat finde. Warten Sie mal kurz, wäre natürlich der Burner. Hörst du mal. Ich hab hier den Original. Ich habe ja den originalen Beat gefunden. Ich habe ja was für Sie. Sie können das jetzt, ich mache mal kurz an, danach können Sie wirklich sagen, okay, jetzt singe ich. Einen Moment, Sie hören mal zu. Also, wenn Sie wollen, können Sie dazu singen. Haben Sie gehört? Ah, das ist hübsch. Ja. Dann lege ich mal los. Ja, warten Sie, ich spiele. Körperliche Bewegung. Ja, irgendwelche Tanzbewegungen müssen sie schon machen. Ja, ich kann nicht viele Handbewegungen machen. Ach, das reicht schon. Irgendwie ein bisschen springen, links und rechts laufen. Wenn sie versuchen zu flüchten, werden wir sie zu Tode prügeln und vergewaltigen. Okay, oh, das klingt toll. Also ich gebe ihnen jetzt mal den fettesten Beat. Ja, ich glaube. Kaputt. Ist auf der Hauptstraße Richtung Norden. Jo. Sprengweste an? Hast du Sprengweste an? Ich komm mit. Nee, Alter, aber ich komme mit denen so, Alter. Ja, ich positioniere mich da gut unter. Komm schnell! Schnell! Ja! Ja, Kohlen! Kohlen, du bist Schweine! Eigentlich sagst du hier oben hin. Das ist da. Was hinten, Digi? Ja, komm du mal schnell hoch, euch an. Schütze sitzt. Warum? Oh, oh, das ist ein Stein. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wie kann man so sein? Schnell euch an. Höher. Ah, ist noch einer. Da hab ich doch gedacht, zwei Stück. Hoch, zur Kreuzung. Über die Kreuzung, höher. Ach, ich werde jetzt wieder sterben, Alter. Ich wusste es. Borat! Nein! It was at this moment that he knew. He fucked up. Empty time. It sounds good to call bounty hunting freelance work, but all that really means is that we're self-employed.